der Stau muss aus mir raus und jetzt das ganze Zelt. Heute gehe ich in das Bauhaus, verlasse ich die Sauhaus. Achtung, lieber Wild, jetzt kommt das ein Bild. Sachen frisch vom Pass zum Wohl. Moment, Moment, Moment. Seit Wochen stehe ich schon alkoholfrei, weil meine Frau mir sagt, dass das gesund sei. Ich pfeife auf meine Ehemaus, der Stau muss aus mir raus. Und jetzt das ganze Zelt zum letzten Mal. Heute geh ich in das gleich ein Pilz. Heute geh ich. Willst du Werbung für Opel machen, Moment? Die Sau raus aus Kanne, Kuh und Glas. Hauptsache frisch vom Pass. Hoch mit den Bechern! Seit Wochen lebe ich ohne Vergnügen. Meiner Leber sitzt mir raus, der Stau muss aus mir raus. Und einmal noch und alle, heute geh ich in das Bauhaus, doch lasse ich die Sau raus. Achtung, lieber Milz, jetzt kommt gleich ein Bild. Und alle, heute geh ich in das Bauhaus, doch lasse ich aus Kanne, Krug und Glas. Hauptsache frisch vom Pass. Aus Kanne, Krug und Glas. Hauptsache frisch vom Pass. Auf Schwerin! Ein bisschen länger gedauert. Wir wären noch pünktlich nach Hause gegangen. Irgend so ein Trotteltier hat plötzlich noch ein neues Thema auf den Markt gebracht. War Angela Merkel im ersten Leben ein Mann? Und da wird's noch ein bisschen länger. Ich bin dann raus aus der Kneipe, leichte Übersicht verloren. Da fließt der alte Strom vorbei, in den alten Strom gefallen. Er hat mich rausgezogen. Ich habe sofort gesagt, du hast mir das Leben gerettet. Ich schenke dir das Liebste, was ich habe. Vater, was ist denn dein Liebste? Ich sag, mein Hund. Da drüben sitzt er, oh Gott, sagt er, der sieht ja furchtbar aus. Kein Zahn im Maul, drei Beine nur, das Fell struppig, die Rute hängen. Ich sag, hör auf zu meckern, dann schenke ich dir das Zweitliebste, was ich habe, meine Frau. Du kannst ruhig hochgehen. Nach 5 Minuten war er wieder unten, dann kann ich den Hund dort noch mal sehen. Ich bin nicht frauenfeindlich. Ich war mit meiner Frau bis heute früh schon baden. Ich bin ja so ein mutiger Typ, ich gehe immer morgens hin. Übrigens noch ein Hinweis für alle, die zu kämpfen haben hier mit dem. Ja, ich bin sehr erfreut, dass wir jetzt den 25.15. Lauf wieder hinter uns gebracht haben. Wir haben eine sehr gute Beteiligung gehabt, 3.976 Teilnehmer. Wir hatten fast 5.000 Meldungen, das ist ein recht positives Ergebnis. Und ich denke mal, die Auswertung hat geklappt. Ja, die Auswertung hat wunderbar geklappt. Wir hatten keinerlei Beschwerden. Wir haben die Siegerehrung sehr schnell durchziehen können. Die Ergebnislisten hingen punktgenau am Brett. Ich denke, es war ein gelungener Lauf. Wir haben ja eine Besonderheit heute gehabt, dass wir erstmalig und einmalig über die schwimmende Brücke in Schwerin zu Buga gelaufen sind. Dadurch hat sich die Streckenführung ja etwas verändert. Wir haben den Start verändern müssen. Und diese Veränderungen sind ja insgesamt gut gestaltet worden. Der Ehrenstart, ich denke auch im Großen und Ganzen der scharfe Start, der sich ja 1,5 Kilometer verzögert hat. Und auch an der Strecke, die vielen Verpflegungspunkte, die wir hatten,
haben heute durch die erhöhte Teilnehmerzahl doch enorm viel zu tun gehabt. Und aufgrund der Witterung war also so viel Wasser und verbraucht worden und auch in den Gärten wurde sehr viel gespendet. Wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir wieder viele Helfer hatten. Zum Beispiel war die Freiwillige Feuerwehr Schlossgarten intensiv im Einsatz und hat die Streckensicherung durchgeführt und intensiv geholfen. Die medizinische Absicherung durch das Klinikum Helios hat wunderbar geklappt. Und ich glaube auch, das war auch ein besonderes Erlebnis, über die Brücke zu laufen. Ich habe ja dieses Jahr erstmalig als Läufer richtig teilgenommen. Vorher habe ich immer bloß mal organisiert. Und es war schon herrlich zu sehen, wie die Läufer bei diesem guten Wetter sich dort wohlgefühlt haben. Ein ganz großes Dankeschön müssen wir natürlich unseren fast 300 Helfern aussprechen, die beim Start an den Verpflegungsstellen im Zielgebiet gearbeitet haben. Ja, es waren fast 300 unterwegs. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die haben gestern schon viel geholfen und heute dann ihren ganz großen Einsatz gehabt. Und beim Start haben wir ja einen Pokal und eine Stele übergeben bekommen. Das möchten wir auch hier erwähnen. Ingo Kalwey, ein Helfer, der seit 23 Jahren in Ostdorf oder an der Krösnitz mit seiner Frau steht. Hobbybildhauer. Hat zu Ehren des 25. Laufes eine Stele für das Organisationsbüro angefertigt und beim Start unserem Vereinsvorsitzenden übergeben. Diese Stele ist so angelegt, dass sie auch beim 26. und bei vielen weiteren Läufen erhöht werden kann. Und diesen Pokal, diese Stele, wird einen ehrenhaften Platz bei uns im Verein und beim Orgbüro erhalten. Ja, einfach rundherum ein gelungener Lauf. Ich denke mal, darauf können wir aufbauen. Und auch der 26. Lauf wird sicher ein Erlebnis für die Auswärtigen und die Schweriner wieder sein, auch ohne die Buga. Wir denken natürlich auch zurück an die ersten Läufe. Wir hatten ja dieses Jahr das Jubiläum, den 25. Lauf. Ich erinnere mich auch gut, wie wir unsere ersten Gedanken geschmiedet haben, auch im Knipp. Dietrich Barthel und ich. Und es ist wirklich eine Institution für Schwerin geworden. Alle Jahre wieder, auch über die Wende hinweg, haben wir diesen Lauf organisieren können zum 25. Mal. Und wir denken schon, dass wir auch ein bisschen in die Zukunft blicken können und dass es auch so weitergehen wird. Wir haben jetzt fast 4.000 Teilnehmer gehabt. Das wird sich nicht mehr steigern. Aber wir haben 4.000 Leute gehabt, die auch in Schwerin ein Erlebnis gehabt haben, die Buga besucht haben und Schwerin kennengelernt haben und wiederkommen werden als Touristen und als Besucher von Schwerin. Viele Läufer, die die 30 Kilometer Strecke gelaufen sind, nicht nur das erste Mal, die haben natürlich ganz besonders auf die schöne Landschaft eigentlich hingewiesen. Fast, ja, kann man sagen, 75% wird am Wasser, am Störkanal, im Wald, also auch schattig gelaufen. Und das ist eine so schöne Landschaftsstrecke, die 30 Kilometer, sodass wir da auch das heutige Gespräch zum Anlass nehmen möchten, auch weitere ansprechen, sich auf diese Strecke ruhig zu begeben. Man ist doch auch immer ein bisschen gehemmt, wer auf den langen Kanten gehen will. Aber die Landschaft bietet einfach richtig, verbunden auch mit der Historie in Schwerin und mit den Stadtkernen, die wir hier auf dem Dreh oder woanders auch kreuzen, ein richtiges Erlebnis, Lauferlebnis. Ja, und das Lauferlebnis geht ja über das ganze Wochenende. Wir haben am Freitagnachmittag die Ausgabe der Startunterlagen, wo man sich dann auch schon trifft. Wir haben dann am Sonntag den Lauf, abends den Sportlerball, der auch immer gut besucht ist und mit 600 Leuten richtig Stimmung macht. Und früh am Sonntag ist dann auch der Frühstückslauf, wo auch immer 60, 70 Leute teilnehmen und der auch ganz beliebt ist und von vielen gern angenommen wird. Und viele planen ihr Wochenende.